Herzlich willkommen zu meinem Vortrag Randomisierte Prüfungen elektronisch und/oder auf Papier. Mein Name ist Stefan Schweig. Ich bin Mitentwickler der Software XMU und ich werde Ihnen in den nächsten Minuten ein paar Sachen zum Thema randomisierte Prüfungen erzählen und dann im Anschluss auch vorführen, wie das Ganze funktioniert. Kann man mich hören und auch die Präsentation sehen? Okay, dann fangen wir mal an. Ich habe mit dem Kollegen Robert Martin, der ist jetzt nicht anwesend, der ist leider in der Promotionsprüfung hängen geblieben, zusammen diesen Editor gebaut. Dieser Editor wurde dafür entwickelt, um Aufgaben für Prüfungen zu erstellen, sei es digital oder auf Papier. Im Editor programmiert man quasi seine Aufgaben und die kann man dann in verschiedene Formate dann exportieren, beispielsweise als Moodle-XML für digitale Prüfungen oder in Form von LaTeX-Code, um die dann auf Papier auszudrucken. Anderes Format ist QTE. Das ist quasi eine standardisierte Prüfungsformat für weitere LMS-Systeme. Wofür kann man das Ganze benutzen? Relativ simpel. LaTeX ausdrucken für Präsenzprüfungen. Moodle XML oder QTE oder sowas ähnliches. Für jede Form von Online-Prüfung, ganz egal ob zu Hause oder im lokalen PC-Pool. Man kann damit nicht nur Prüfungen erstellen, man kann auch Hausarbeiten erstellen, man kann Übungsaufgaben semesterbegleitend erstellen. Ja. Kommen wir zu den Features vom Editor. Also ich gehe jetzt ein bisschen schneller durch, damit ich noch genügend Zeit habe, die Software vorzuführen. Die Software ist skriptbasiert. Also man kann sowohl Moodle-Code importieren als auch Python-Code benutzen. Sämtliche Teile in diesem Aufgabengenerator können zufallsbasiert ausgelegt sein. Der Editor ist sehr übersichtlich und auf einfache Bedienbarkeit ausgelegt. Die Aufgaben, die damit erzeugt werden, haben eine große Wiederverwendbarkeitsmöglichkeit. Wie gesagt, man kann die im nächsten Semester einfach wiederverwerten. Ob man die dann digital oder in Papier ausdruckt, ist völlig egal. Der Aufwand, neue Klausuren zu erzeugen, reduziert sich dramatisch. Wir haben eine Mehrsprachigkeitsunterstützung eingebaut. Das heißt, man kann Prüfungen auf Deutsch stellen, auf Englisch stellen, auf Französisch stellen oder was auch immer, solange man halt die entsprechenden Übersetzungen integriert hat. Aber das werde ich gleich noch anhand des Beispiels dann demonstrieren. Wir haben uns speziell für Moodle und für LaTeX entschieden. Neben Moodle gibt es natürlich noch eine unüberschaubare Anzahl an LMS-Systemen. Quasi jede Hochschule hat auch ihr eigenes System programmiert. Jeder Vortrag in diesem Raum vor mir, das TuMax, das ist auch eine Eigenentwicklung der TU München. Und leider haben alle diese Lösungen eines gemeinsam: die Anzahl der Aufgaben Varianten ist stark beschränkt. Viele Systeme, die zum Beispiel kommerziell erhältlich sind, können ein bisschen Freitext und ein bisschen Multiple Choice und das war es schon. Also so richtig große Auswahl an Aufgabentypen hat man nicht. Dabei ist eine Aufgabenvielfalt dringend erforderlich, sonst wird es zu einfach und das Risiko zu bescheißen ist einfach viel zu groß. Ein weiterer Vorteil von digitalen Prüfungen, insbesondere wenn sie so vorverarbeitet sind, ist die Zeitersparnis. Man erstellt diese Prüfung einmal, beispielsweise Anfang des Jahres. 2020 haben wir die Prüfung für numerische Methoden beispielsweise gebaut. Und jetzt im zweiten Prüfungsdurchlauf konnten wir die Aufgaben einfach wiederverwenden durch die Randomisierung, neue Werte generieren, neue Aufgaben, Subtypen. Und es waren quasi komplett neue Aufgaben. Das heißt, das zweite Mal die Klausur zu erstellen hat, ja, wenn es hochkommt, 30 Minuten gedauert. Normalerweise sitzt man einer Klausur deutlich länger. Dazu kommt, die Korrektur von digitalen Prüfungen geht natürlich auch innerhalb von ein paar Minuten.
Und ein Vorteil von unserer Software ist auch noch, dass die zufallsbasierten Werte in eine separate Datei geschrieben werden, so dass man die Aufgaben, sollte man einen Fehler gemacht haben, auch noch automatisiert nachkorrigieren kann. Ja, wie ich gerade schon erwähnt habe, umfasst unser Paket eine ganze Menge von Aufgaben. Klar, die klassischen Multiple-Choice-Aufgaben haben wir auch drin. Dann Freitextaufgaben, die müssen tatsächlich auch in Moodle von Hand korrigiert werden, es sei denn, man gibt irgendwelche Keywords vor, die dann automatisiert gefunden werden und dann bewertet werden. Aber trotzdem ist eine Online-Überprüfung auch von Freitextaufgaben deutlich angenehmer als auf Papier, weil man die Sauklaue der Studenten nicht entziffern muss. Es gibt noch den Typ Upload, den haben wir jetzt beispielsweise bei der Thermodynamik gehabt. Da war das dann so, dass die Studenten die Aufgabe bekommen haben und dann ihre Lösung nachher im Anschluss hochladen mussten. Lückentextaufgaben, klar, einfacher Text, wo dann Zahlen oder Textfragmente eingetippt werden müssen, Zahlenaufgaben, klassische Mathematik, Numerik und solche Sachen. Wir haben den Aufgabentyp Drag and Drop, das heißt, dass man Bilder, Diagramme, Blockschaltbilder oder so zusammensetzen kann, den Aufgabentyp sortieren. Das heißt, dass man eine Anzahl von Wörtern in eine bestimmte Reihenfolge bringen muss. Zuordnung, dass man zwei Gruppen von Wörtern hat, die miteinander dann wo Wortpaare zugeordnet werden müssen. Und zum Schluss noch den Typ K-Prime. Das ist im Grunde etwas Ähnliches wie Multiple Choice, bloß mit einem speziellen Bewertungsverfahren. Die klassischen Multiple Choice Aufgaben sind so gestellt, falsch ein Punkt, falsch keine Punkte für jeden Haken, der richtig ist, gibt es einen Punkt. Bei K-Prime werden Viererblöcke gebildet. Und nur wenn alle vier Haken korrekt sind, dann gibt es die volle Punktzahl. Bei einem Fehler gibt es nur 50% und ansonsten gar keine Punkte. Das ist dem geschuldet, dass man dabei dann nicht die Lösung erraten kann. Oder dass man, wenn man rät, die Chance, dass man die Hälfte der Punkte kriegt, relativ gering ist. Wie funktioniert das Ganze jetzt mit der Klausurerstellung? Ist relativ simpel. Der Dozent programmiert die Aufgaben in unserem Editor, den wir gebaut haben. Dabei kann er Python-Code verwenden, er kann LaTeX-Befehle zur Formatierung benutzen, er kann MATLAB-Skripte integrieren und alles, was sich damit noch ausführen lässt, natürlich ebenso. Der Generator erzeugt dann aus den vorprogrammierten Aufgaben durch Variationen der Variablen unterschiedliche Varianten der Klausuraufgaben, auch beliebig viele, validiert auch diese Aufgaben tatsächlich. Wir haben, das werde ich auch noch gleich vorführen, entsprechende Maßnahmen getroffen, dass keine unseriösen oder unsinnigen Zahlenkombinationen auftauchen. Und die ganze Prüfung wird dann als Importdatei für das entsprechende LMS-System exportiert. Jetzt hier am Beispiel Moodle. Da wird dann diese Datei importiert, dann eine Prüfung erstellt und dann kann die online geschrieben werden. Ich habe da jetzt mal eine Zahl drunter geschrieben. Das ist das, was ich jetzt in diesem Jahr gemacht habe. 49 Prüfungen damit mit 4691 Studenten. Erfolgreich Prüfungskorrektur. Da die bis auf wenige Ausnahmen komplett automatisiert ist, hat keine 20 Minuten gedauert und wie ich schon erwähnt hatte, die Vorbereitung auf die zweite Prüfung dieses Jahres hat keine 30 Minuten gedauert. Wen es interessiert, die Version unseres Editors gibt es unter der folgenden Internetadresse runterzuladen, examute.org. Die ist frei verfügbar mit ein paar Einschränkungen. Und ich werde jetzt einfach mal eine Aufgabe in dieser Software programmieren und dann eine Klausur daraus erstellen, hochladen und mal den ganzen Prozess vorführen. So, die Aufgabe ist die folgende. Das ist jetzt eine aus der Mathematik. Berechnen Sie das Integral und finden und klassifizieren Sie den Extrempunkt der Funktion. Dann erstelle ich mal eine neue Aufgabe. Aufgabe 1.
So, hier kann man jetzt zum Beispiel auswählen, ob man die Klausur auf Englisch oder auf Deutsch mit englischer Übersetzungshilfe generieren möchte. Je nachdem, bei den ISI-Studiengängen wird nur Englisch gemacht, bei den anderen Studiengängen nehmen wir zum Teil Deutsch mit englischer Übersetzungshilfe. So, ja, dann fangen wir mal an. Natürlich müssen wir als erstes die Aufgabenstellung hinschreiben. Ist relativ überschaubar. Fangen wir an mal mit der deutschen Übersetzung. Das ist der Vorführeffekt. Scheiße. So. Das ist jetzt so nicht geplant. Ich werde mal ganz kurz die Version nochmal schnell installieren. Das war jetzt so nicht geplant. Das hat vor ein paar Minuten tatsächlich nur funktioniert. Eine Sekunde. Okay, dann auf die harte Tour. Ist nicht schlimm, ist ein bisschen ärgerlich, aber dann also, dann schreibt man das eben im Texteditor und kopiert es nachher einfach rüber. Das geht natürlich auch. Warum das jetzt plötzlich solche Faxen macht? Keine Ahnung. So, berechnen Sie, dann packen wir hier den Latich-Code für die Formel hin. Jetzt muss ich kurz in die Aufgabenstellung reingucken. 3x plus 4dx. 3x plus 4dx. Aber die Vorschau sollte funktionieren. Genau, funktioniert nicht. Da fehlt nämlich jetzt tatsächlich ein Textfeld.
Das können wir mal ganz schnell eben reinpacken. Das müsste tatsächlich auch hier im Editor funktionieren. Um ein numerisches Feld. So. Preview. Das heißt, die Funktion ist schon mal da. Jetzt ist das natürlich viel zu langweilig, wenn man jetzt hier feste Zahlen hat. Das heißt, das Ganze soll jetzt natürlich auch noch randomisiert werden. Da gibt es diesen Abschnitt hier Präambel. Da kann man dann Zufallswerte reinsetzen. Ich mache jetzt hier einfach mal 3 Werte, 3 Zufallswerte von 2 bis 20. B, C. Und das Ergebnis der Rechnung einfach auch schon mal aus. Das ist A1 durch 3 plus B1 durch 2 plus C1. Das Ergebnis soll hier unten rein. Na. So. Und wenn man jetzt auf Preview drückt, rechnet er zwar schon immer das Ergebnis aus, aber es fehlt natürlich hier im Quellcode noch die Angabe, die Ersetzung. Das heißt, hier haben wir jetzt eine müsste jetzt A1 rein. Packen wir einmal A1 rein. Und B1 und C1. Und wenn man jetzt auf Preview drückt, wird er jedes Mal bereits in der Vorschau eine neue Rechnung präsentieren. In dem Textfeld, wo die Studenten nachher den Text eingeben, wird jetzt die Musterlösung angegeben plus die Toleranz. Man kann die Toleranz auch selber festsetzen auf 0,1 oder noch genauer. Das ist natürlich nachher in der Klausur nicht sichtbar. So, x gleich, dann sieht das auch ein bisschen schöner aus. Genau. So. Jetzt haben wir natürlich hier nur den deutschen Text. Das heißt, wir machen jetzt hier auch den englischen Text hin. Calculate. Das heißt, jetzt wird hier die Übersetzungshilfe mit runtergegeben. Wenn ich jetzt hier sage, okay, ich möchte die Klausur nur auf Englisch haben, wird nur der englische Text angegeben. Wenn ich jetzt hier sage German, dann wird die Klausur auch nur auf Deutsch ausgegeben. Aber ich möchte bitte beides haben. Das wäre der erste Teil. Dann hätte ich jetzt noch gerne ein paar Einschränkungen. Das ist das, was ich gerade schon eingangs erwähnt habe. Ich möchte gerne, dass die Zahlen immer größer werden. Also dass A1 kleiner ist als B1 und kleiner als C1 ist. Das heißt, ich setze hier einen weiteren Block rein. Oder eigentlich kann ich das über Copy-Pasting kriegen. Dieser Assert-Block, da kann ich sagen, da kann ich die Bedingungen angeben, unter denen eine Aufgabe korrekt generiert wird. Also in diesem Fall kann ich jetzt sagen, ich möchte dass A1 kleiner ist als B1 und dass B1 kleiner ist als C1. Das ist jetzt also hier eigentlich relativ witzlos. Aber wenn man jetzt Klausuren beispielsweise mit Matrizen hat, dann kann man dafür zum Beispiel hergehen und solche Bedingungen machen, wie dass die Matrix nicht singulär ist und solche Fehler zu vermeiden. Oder wenn man jetzt in der Betriebswirtschaftslehre ist und solche Aufgaben stellt, dass man sicher gehen kann, dass jetzt das Waschbecken, was man vielleicht verkauft, nicht unbedingt 10.000 Euro kostet. Also man kann auch so ein bisschen Plausibilität in die Aufgaben reinbringen. So, jetzt haben wir zwei
Aufgaben. Das heißt, ich möchte die jetzt auch durchnummerieren. Dafür setze ich das nochmal in einen Block. Numerate. Und dann kriegt das jetzt hier noch einen Item-Block. Einrücken muss man nicht. Ich mache es jetzt der Übersicht halber. Das heißt, wir haben schon mal Punkt A ist schon mal abgeschlossen. Das heißt, gehen wir über zur Aufgabe B. Aufgabe B. Finden und klassifizieren Sie den Extrempunkt der Funktion. So. Ich spare mir jetzt die englische Übersetzung, denn es rennt die Zeit davon. Ich mache das jetzt nur noch die Rechnung schnell hin, damit wir zwei Aufgaben, Aufgabeneingaben in dieser Prüfung haben. So, das sollte aber trotzdem noch hin, so. Stürzt komischerweise nicht ab, okay. Ah, natürlich, das geht natürlich nicht. Da muss ein Mahlzeichen rein. So. Und den zweiten Teil, den könnten wir auch noch hinzufügen, schnell. Es soll ja noch angegeben werden, ob das ein Hochpunkt oder ein Tiefpunkt ist. Das ist ein Tief. Punkt. Hier kann man mit Übersetzungen arbeiten. Hochpunkt. Dann kann man hier entsprechend die Klassifizierung einmal ausgeben. So, ich öffne jetzt mal schnell noch ein paar andere Aufgaben, die wir hier so haben. Eine Klausur mit einer Aufgabe ist nicht so hilfreich. True-False-Aufgaben haben wir tatsächlich auch. Gibt's sogar eine Besonderheit, dass man auch die randomisieren kann, indem man zum Beispiel Bedingungen vorgibt, unter denen die true ist, ansonsten ist sie false. Das heißt, man kann wenn man in eine Aufgabe per Zufallszahl eine Verneinung reinbringt, kann man schon mal die Aufgabenanzahl verdoppeln. Falls einem die Aufgaben ausgehen sollten. So. Ach, okay. Genau, dann erzeugen wir mal die Klausur.
Man kann hier angeben, wie die Klausur heißt, welche Aufgaben da drin sind. Man kann jetzt hier sagen, ich möchte aus dieser Sammlung an True-False-Aufgaben jeweils 10 Stück per Zufall ausgewählt haben und ich möchte jetzt für 50 Studenten eine Prüfung erstellen. Dann erzeugt er hier tatsächlich eine Prüfung mit 50 Aufgaben. Und zwar von jeder Aufgabe jetzt 50 Varianten. Das Orange hier unten, das ist das Moodle Feedback. Da steht quasi die Musterlösung drin. Wenn man im Moodle eine Prüfung nachher als PDF exportiert, dann steht sowohl oben die Eingabe des Studenten als auch unten die Musterlösung drunter. Das heißt, bei einer Klausureinsicht kann der Student vergleichen, was ist die Musterlösung, was hätte da drin stehen müssen, was ist richtig. Da ja jeder andere Zahlen hat, ist das unsinnig, die Musterlösung jedes Mal von Hand auszurechnen. Also für den Dozenten bei der Klausureinsicht, wenn der Student nachher fragt, wie ist es richtig. Stellen wir jetzt mal eine XML-Datei. Die hat er jetzt hier mir in das Verzeichnis mit reingeschrieben. Dann gehen wir mal ins Moodle rein. Sie haben auch Zugriff auf diese Moodle-Instanz. Zumindest während des Festivals. So, dann haben wir hier die Klausur. Fragen importieren. Moodle XML. XML hochladen. Datei hochladen. So, Fragen sind importiert. Jetzt muss auch der Testinhalt angepasst werden. Und da wählt man jetzt einfach aus den unterschiedlichen Aufgabenkategorien die Zufallsfragen aus. Ich belasse es jetzt bei 2, die Zeit rennt und rennt und rennt. Und wenn man jetzt zur Klausur geht, bekommt man hier eine Zahlenvariante, die das Programm erzeugt hat. Wenn ich jetzt die Klausur neu starte, dann sind, wie man hier sieht, andere Zahlen. Die kann man jetzt natürlich machen, die Klausur, und dann eben entsprechend abgeben. Und dann kriegt jeder Student eine eigene Prüfung mit eigenen Zahlen. Abschreiben ist unmöglich. Man kann nicht nur die Zahlen variieren, man kann natürlich auch die Methoden variieren, beispielsweise in der Numerik kann man verschiedene Integrationsverfahren per Zufall auswählen lassen, so dass Abschreiben absolut sinnlos ist. Jetzt gucken wir euch mal gerade. Ich habe natürlich hier ein paar Aufgabenbeispiele schon in petto aus Klausuren, die wir im letzten Jahr gestellt haben. Beispielsweise die numerischen Methoden. Man kann auch Bilder integrieren, Code. Wir müssten hier auch irgendwo... Genau, Diagramme lassen sich einbinden per Matplotlib. Wir haben Auswahlverfahren. Hier lassen sich die Bilder automatisch durchgenerieren, auch per Zufall. Es lassen sich auch auf die Bilder per Zufall Sachen draufschreiben. Ja, und so bekommt im Grunde jeder Student eine individuelle Klausur, ohne dass Abschreiben möglich ist. Es ist schon 11 Uhr. Gibt es noch Fragen? Es sind natürlich hier im Chat eine ganze Reihe Fragen aufgetaucht. Ist das hauptsächlich für Mathematikaufgaben gedacht? Nein. Das kann für alle Fächer verwendet werden. Das geht in der Mathematik besonders gut, ja. Das geht in sämtlichen naturwissenschaftlichen Fächern, aber das geht auch in der BWL, in der
in der Geschichte oder in anderen Fächern. Das hängt immer davon ab, wie man die Aufgaben erstellt. Sinn und Zweck der Sache ist es, dass man die Aufgaben so erstellt, dass Transferwissen abgefragt wird und nicht irgendwas, was auswendig gelernt ist und von irgendwoher kopiert werden kann. Die Zufallszahlen basieren auf dem Zufallszahlengenerator von Python in diesem Fall. Auch da kann man dann auf solche Generatoren wie Menasin, Twister oder so zurückgreifen. Stefan, wir haben noch Fragen über die Programmierkenntnisse. Ja. Inwieweit diese erforderlich sind oder auf welchem Level? Grundsätzlich reichten einfache Python-Kenntnisse aus, um die Software zu benutzen. Wir haben uns für Python entschieden, weil das besonders leicht ist und auch sehr leicht zu erlernen. Ansonsten Formatierungen kann man in LaTeX machen. Das hat vermutlich jeder schon mal gemacht. Und eine Frage noch zur bezüglich die Sensibilisierung bei Rechtschreibfehlern bei der automatisierten Auswertung. Kann man einstellen. Wir haben das tatsächlich auch bei den numerischen Feldern so, dass man sagen kann, okay, man kann die häufigsten Fehler einstellen und dann halt mit halben Punkten zum Beispiel bewerten. Für die Rechtschreibkorrektur sind wir so ein bisschen auf die Sensibilität des Prüfungssystems, also zum Beispiel Moodle, angewiesen. Also wenn Moodle da sehr empfindlich eingestellt ist, dann wird er auch sehr empfindlich korrigieren. Wir generieren nur die Aufgaben für diese Systeme. Die eigentliche Prüfung wird auf den Zielsystemen durchgeführt. Gut, das waren die Fragen, die ich aus dem Chat mitgenommen habe. Ich danke dir für die Präsentation und würde hiermit auch die Session dann beenden.